du da, ich wette, deine Putzbox könnte mal ein Makeover vertragen. Falls nein, speichere dir das Video für später. Und falls ja, dann bist du hier genau richtig. Vorab, du kannst deiner Putzbox ein deutlich längeres Leben schenken, wenn du in deinem Stallalltag ein paar einfache Regeln beachtest. Unsere Putzboxen sind zwar vieles, aber keine Wasserratten. Deshalb solltest du sie nicht im Regen stehen lassen. Und was du auch nicht machen solltest, ist sie mit einem Wasserstrahl abzuspritzen. Denn bei starker Nässe kann es sonst passieren, dass deine Putzbox rostet oder schimmelt. Falls deine Putzbox doch mal nass werden sollte, dann lasse sie am besten so lange im Warmen stehen, bis sie komplett trocken ist. Dabei ist es wichtig, dass du den Deckel offen lässt, damit sie auch gut durchtrocknen kann. Was auch super wichtig ist, ist, dass du keine schweren Dinge auf deine Putzbox stellst, wie zum Beispiel große Futtersäcke. Und ob du dich draufstellen darfst? Wenn du ein Force oder ein Iconic-Modell hast, dann kannst du das machen. Die anderen Modelle sind dafür nicht geeignet. Und tu mir einen Gefallen, stell deine Putzkiste am besten immer möglichst weit von deinem Pferd weg, damit es nicht dagegen oder sogar reintreten kann. So ersparst du dir Verletzungen und unnötige Schäden. Was wollte ich denn jetzt eigentlich zeigen? Ach genau, wie man die Putzkiste sauber macht. Na dann legen wir mal los. Schritt Nummer 1. Die Außenseite deiner Putzbox kannst du ganz einfach mit einem feuchten Tuch und etwas Seifenlauge abwischen, bis der Dreck und der Staub ab ist. Wenn die Außenseite deiner Putzbox wieder so richtig glänzt, geht's weiter mit der Innenseite. Dafür entnimmst du erstmal den Einsatz und die beiden Trennwände und kippst dann einfach den ganzen losen Dreck und die 100 Millionen Pferdehaare aus deiner Putzbox heraus. Falls du dabei nicht alles rausbekommst, kannst du dir auch mit einem Staubsauger aushelfen. Wenn du hartnäckigen Dreck an deinen Trennwänden oder in deiner Putzbox entfernen willst, dann empfehle ich dir eine Bürste. Ich benutze mal eine recht weiche Bürste, um den Schmutz einfach abzubürsten. Für den restlichen Dreck in deiner Putzbox nimmst du einfach wieder ein feuchtes Tuch und etwas Seife und wischst die Innenseite komplett sauber. Im Anschluss lässt du den Putzkasten am besten noch eine Weile offen stehen, damit das Moosgummi auch wirklich trocken ist, bevor du ihn wieder einräumst. Und schon seid ihr fertig. Seid mal ehrlich, so viel Arbeit ist es gar nicht. Bei weiteren Fragen stehe ich euch natürlich gerne zur Seite. Und bis dahin, ciao, bis zum nächsten Mal.